sieht das Ganze aus? Also suchen wir uns ein kleines Stückchen. Jawohl, so soll es sein, genau so. Hey Leute, ich bin's Fritz und du bist gerade auf meinem Zweitkanal gelandet, auf dem es um das Thema Ausrüstung geht. Heute eine ganz spezielle Hängematte, die Drauma R3.0 von Amok Equipment. Am Ende verlose ich an euch da draußen wieder ein komplettes Hängematten-Setup. Da es in dem Video um ein Produkt geht, ist vorsichtshalber die ganze Zeit wieder oben Werbevideo eingeblendet. Ich werde euch wieder die komplette Ausrüstung, die ihr in dem Video seht, auch in der Videobeschreibung verlinken. Wen das also interessiert, einfach mal reingucken und auf die Links klicken. Es geht heute hauptsächlich um diese drei Säcke hier. Die sind alle von Amok Equipment, so heißt die Firma, kannte ich vorher auch noch nicht. Und die haben so ein ganz neues Hängematten-Setup irgendwie entwickelt. Da liegt man so ein bisschen quer, habt ihr auch schon im Biwak-Video auf dem Hauptkanal gesehen. Der erste Sack ist die Draumar 3.0 Hängematte, dann haben wir das passende Tarp dazu und noch eine Isomatte. Ja, das Ganze würde ich mal so als Forest Green bezeichnen. Hier so ein bisschen Logo drauf, da noch der Name, ein bisschen Instagram-Kanal. Hier unten hat man eine kleine Lasche, kann man dadurch vielleicht auch irgendwo aufhängen, wenn man möchte. Und hier oben dann so eine Kordel, um den Sack aufzumachen. Das, was uns als erstes entgegenkommt, sind Schnüre. Ja. Mit Karabinern und so weiter. Dann als nächstes kommt die Hängematte. Hier drin sind noch mal ein paar Informationen, worauf man achten sollte. Und für die, die das Ganze das erste Mal aufbauen, ist hier auch einmal noch so ein Gutschein drin. Und ja, eine Anleitung, wie man das Ganze aufzubauen hat. So sieht das Ganze aus. Und worauf man schon mal achten sollte, ist, hier ist ein grüner Karabiner für rechts und ein roter für links. Das schauen wir uns alles auch gleich in Ruhe an. Hier wird noch mal ganz detailliert beschrieben, wie man alles aufzubauen hat. Ich habe es schon mal ein paar Mal gemacht und wie man natürlich auch die Winkel einzustellen hat. Genau, also ist auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt. Ich lasse sie auch immer drin, da kann man noch mal nachlesen, falls man es irgendwie länger nicht nutzt. Und ja, hier sind jetzt die ganzen Schnüre drin. Die Besonderheit daran ist, ich habe es ja schon mal aufgebaut gehabt, ist, das ist alles eins, also hier ist nichts lose, keine Extrataschen, was rausfallen kann. Und man kann das quasi direkt aus dem Sack heraus auspacken. Ihr erinnert euch, grüner Karabiner war die rechte Seite. Das heißt, wenn ich jetzt in die Richtung später gucken will, ist das für mich die rechte Seite. Und ich beginne auch direkt mit dem Karabiner. Natürlich alles hier auch in der Länge verstellbar, das müsst ihr sowieso gleich einstellen. Und dann lege ich das hier um den Baum drumherum, Karabiner eingehakt. Fertig. So, und jetzt gehen wir hier quasi lang. Hier ist das Ganze im Sack vernäht. Das heißt, ich kann jetzt schon mal den Rest hier rausnehmen. Muss halt ein bisschen darauf achten, dass sich alles nicht fünfmal verdreht. Und jetzt merke ich hier natürlich, okay, ich habe da viel zu viel Schnur. Das lässt sich blöd aufbauen. Das heißt, ich gehe hier erstmal ran, ziehe und sofort ist es verstellt. Hier jetzt linke Seite der rote Karabiner. Wieder darauf achten, dass sich nichts verdreht. Als Angabe vom Abstand sagt man ca. 3 bis 6 Meter und noch ein anderer Indikator ist, dieser Winkel hier, der hier, ca. 30 Grad betragen soll. Ich würde jetzt also tatsächlich noch ein bisschen höher aufbauen. Ich nehme meistens so, ja, vielleicht Nasenspitze oder so. Da muss sich jeder so ein bisschen selbst eine Höhe raussuchen, was für ihn am besten passt. Ich gehe jetzt hier noch mal ein bisschen höher auf Nasenspitze, ein bisschen locker machen. Den Winkel verändert ihr natürlich jetzt, indem ihr das nicht ganz so straff macht. Also wenn ich das ganz straff ziehe jetzt hier, mal als Beispiel, dann ist hier natürlich kein Winkel mehr. Das muss schon ein bisschen durchhängen. Das heißt, ruhig ein bisschen locker machen. Das kann man durch die Schneiden wirklich richtig schnell machen. So, hier ungefähr. Unter Belastung, das passt soweit. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr euch Bäume sucht, ja, nehmt mindestens irgendwie die Stärke, also keine kleinen. Die kleinen halten das theoretisch auch aus. Das Problem ist nur, dass die zu variabel sind, also zu flexibel. Ihr setzt euch rein, die Bäume machen irgendwie so, geben nach und die ganze Spannung ist wieder dahin. Das heißt, ja, das ist wirklich optimal, kann natürlich auch stärker sein, aber dünner würde ich es nicht wählen. Als nächster Schritt ist die Isomatte dran. Wiegt 850 Gramm, ist bis 4 Grad ausgelegt und hat Maße von 1,98 x 63 und 9 cm Dicke, also auch für größere Menschen geeignet. Und es ist ein Pumpsack dabei. Das Einzige, was ich auf jeden Fall blöd finde, sage ich ganz ehrlich, ist, dass die weiß ist. Weil dadurch wird die natürlich extrem schnell dreckig, beziehungsweise man sieht den Dreck. Ich weiß nicht, warum man eine weiße Isomatte macht. Für den Winter würde ich es noch verstehen, aber ansonsten hätte ich mir jetzt hier lieber irgendwas Dunkles, Naturmäßiges gewünscht. Das ist der Sack und das ist der Pumpsack Isomatte. Ich lege die meist hier drüber, dass sie nicht im Dreck hängt. Und hier bei dem Pumpsack hat man jetzt unten so einen kleinen Schniepel.
den einfach hier reinklicken, der rastet richtig ein. Und jetzt heißt es ein bisschen Geduld. Und dann wird die Isomatte aufgepumpt. Der Pumpsack hat auf jeden Fall ein schönes, großes Volumen. Ihr seht's. Ich zähle mal mit. Wir sind jetzt bei 2. 3. 4. Ist auf jeden Fall so ein Rückschlagventil drin. Also es kommt jetzt nichts raus. Man kann wirklich reinpumpen. Und es bleibt auch direkt drin. Braucht man keine Angst haben. Und ich glaube fast, dass 5-mal jetzt schon ausreicht. Ja, locker. 4-mal hätte schon gereicht. Was jetzt ganz cool ist, jetzt habt ihr ja diese Sachen übrig und braucht die nicht mehr. Einfach zusammenstopfen und dann packt ihr das einfach hier hinten mit in den Packsack rein. Somit liegt es nirgendwo rum, ihr braucht es eh wieder und ist direkt auch bei der Isomatte. Hier am Kopfteil ist jetzt ein Reißverschluss und da schieben wir die Isomatte jetzt einfach rein. Wenn man das jetzt hier reinschiebt, seht ihr ja, hier ist der Reißverschluss und hier unten ist nochmal so eine Stoffkante genäht, wo man das Ganze schön dahinter machen kann. Also die passt wirklich 1:1 hier rein, ist schön straff und hier verrutscht die Isomatte definitiv kein Zentimeter. Im Vergleich zu anderen Hängematten kennt man das, da hat man unten manchmal so ein Fach, packt die Isomatte rein, je nachdem was für eine ist, passt die nicht richtig, aber hier, die ist wirklich richtig auf Spannung und einfach dafür gemacht. So, Reißverschluss zu. Schön auf Spannung die Sache hier. Der Einstieg und das richtige Einsteigen. Wer das Biwak-Video gesehen hat, ich habe mich zweimal derb auf die Fresse gepackt. Setz mich drauf. Das passiert manchmal, aber naja. Und zwar wird das folgendermaßen erklärt. Man soll hier dieses untere Teil nehmen und einmal rumklappen, sich hier festhalten und mit dem Arsch quasi in die Mitte setzen. Und dann Batz! So, was jetzt zum Beispiel auffällt, wir ändern mal die Kameraposition, dass die Hängematte etwas schräg hängt. Also hier seht ihr es, hier hängt die ein bisschen zu tief. Das heißt, entweder jetzt hier rechte Seite ein bisschen ablassen oder linke halt straff ziehen. Ja. Perfekt. Und jetzt fühlt sich das für mich auf jeden Fall gerade an, ohne dass ich irgendwo hinrutsche. Man kann das Ganze jetzt irgendwie auch so ein bisschen zu einem Stuhl machen. Ich habe es letzte Mal nicht ganz so hinbekommen. Es gibt hier mehrere Verstellmöglichkeiten. Einmal die und hiermit kann ich jetzt meine Rückenlehne nach oben ziehen. Das heißt, hier mal ein bisschen ziehen. Und ihr seht, das Ganze wird so ein bisschen zu einem Sitz. Was jetzt aber passiert ist, dass man natürlich extrem vorne reinrutscht. Finde ich jetzt nicht ganz so optimal. Ist, glaube ich, eine ganz witzige Möglichkeit, aber das Schlafen ist mir wichtiger, dass ich eine gerade Fläche habe. Aber wenn ich so halt irgendwo bin und ein bisschen auf den See gucken will oder irgendwo in den Bergen, ist das schon eine lustige Sache. Oder mal so ein Buch lesen. So, jetzt hier auch mal eine Kamera direkt aus der Hängematte raus. Kann ich euch nämlich noch ein paar Features zeigen. Wir haben an den Seiten so kleine Netztaschen. Also man kriegt ja auch wirklich richtig gut was rein. Essen, Trinken, Kopflampe, aber auch die Kamera nachts. Und auf der anderen Seite ist ebenfalls nochmal so eine Tasche. Auf der rechten Seite ist oben auch nochmal ein Netzbeutel, auch nochmal ein Karabiner. Auch hier kriegt man gut was rein. Und man kann auch unter diese Sachen, hier unter diese Riemen, sehr gut irgendwie eine Jacke verstauen oder ein Kopfkissen oder ähnliches. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Und hier oben haben wir jetzt nämlich was Besonderes. Das habe ich schon eingehakt. Das ist eigentlich komplett in dieser Tasche drin. Ein Moskitonetz. Holen wir das Ganze mal raus. Und schon ist man natürlich im Sommer auch vor Moskitos geschützt. Also man kriegt das auf jeden Fall so eingestellt, dass das Gesicht frei ist und man ja auch gut Platz drin hat. Also das hängt jetzt nicht direkt in der Nase, das würde ja stören. Karabiner kann man gleich drin lassen oder rausmachen. Knäuelt das Ganze zusammen, packt sie unten in die Tasche rein. Ihr habt es ja schon gesehen, hier oben ist eine fertig vorinstallierte Ridgeline dran. Das heißt, auch hier kann man mit Karabiner irgendwie noch eine kleine Laterne einhängen. Und was auch sehr cool ist, seine Schuhe. Das heißt, ihr geht hier rein, zieht die Schuhe aus, klickt die hier rein mit dem Karabiner oder ihr bindet sie einfach fest. Und somit sind die ganz entspannt hier oben und stehen nicht irgendwie unten im Dreck rum, kein Viehzeug kann rein. Ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Der große Unterschied zu normalen Hängematten ist ja diese Schlafposition, die um 90 Grad gedreht ist. Also keine Banane, sondern, keine Ahnung, ein Ahornblatt, wie auch immer man das Ganze nennt.
Dadurch hat man viel mehr Platz, man wird nicht so ummantelt und man kann auch ganz entspannt auf der Seite schlafen. Jetzt fehlt natürlich noch, richtig, der Schutz von oben, das Tarp. Auch das ist wieder in einem Packsack, diesmal in schwarz gehalten. Also ein bisschen besser als die Isomatte meiner Meinung nach. Auch hier ist wieder die Besonderheit, alle Schnüre sind schon dran. Auch der Packsack ist hier wieder im Tarp integriert. Also ihr seht, hier sind die Schnüre dran. Auch da, die sind sogar so aufgewickelt und mit Klett fixiert. Karabiner sind schon dran. Heringe kann man zum Beispiel auch zwischenlagern hier im Packsack, damit nichts auf dem Boden liegt. So, machen wir natürlich hier oben drüber und auch wieder ganz entspannt in der Länge verstellen. Genau, ein Stückchen. Zack! Klar, diese ganzen Schnüre muss man natürlich zum Schluss dann wieder ordentlich aufwickeln. Aber das ist ja bei jedem Tarp so, dass er irgendwie abspannt. Das kann man leider nicht verhindern. So, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo sich so ein bisschen die Geister scheiden vielleicht. Man kann das Tarp jetzt natürlich genauso nach vorne abspannen, wie wir es auch hinten gemacht haben. Allerdings finde ich das irgendwie ein bisschen Quatsch, weil man will ja aus der Hängematte rausgucken. Das heißt, ich versuche die immer nach vorne weg zu spannen. Also Beispiel. Normalerweise wäre jetzt so, dann sieht man nichts mehr. Das heißt, ich versuche die irgendwie immer auf so eine Höhe zu bringen, um natürlich rausgucken zu können. Also suchen wir uns ein kleines Stückchen, beziehungsweise zwei. Wir haben jetzt hier keine Lasche, das heißt, wir müssen das hier so ein bisschen, da wo es doppelt genäht ist, unter das Tarp machen. Und dafür würde ich euch empfehlen, immer so ein bisschen die Kanten zu brechen. Also quasi das Ende hier einfach so ein bisschen rund zu schnitzen, weil wir wollen uns ja das schöne Tarp nicht kaputt machen. Man könnte hier natürlich jetzt zum Beispiel auch eine Socke oder eine Mütze oder ein T-Shirt oder so drunter packen, wenn man es dabei hat. Ich weiß, dass einige von euch da draußen sind, die jetzt sich fragen, ey, was war denn das gerade für eine Säge? Was war denn das hier gerade eigentlich für ein Messer? Gibt es dazu ein Review? Leute, abonniert mal den Kanal, denn hierzu drehe ich auch noch ein Review. Vielleicht ist es auch schon draußen, guckt mal vorbei. Ja? Am besten ist einfach, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Und so würde ich es machen. Nur als kleiner Tipp. Also, ne? Ich will euch da nicht reinreden. So, mit O. Man reiche mir zwei Heringe. Hier am Ende ist das alles so ein bisschen extra verstärkt, doppelt genäht. Da würde ich das Ganze positionieren. Und dann machen wir hier vorne den Hering rein und spannen das Ganze ab. Jawohl, so soll es sein, genau so. Nee, gut. Funktioniert einwandfrei. Muss man halt schon richtig reinmachen, den Hering hier. Man muss nur wollen. Wenn man natürlich beim Ein- und Aussteigen diese Dinger jetzt hier umkracht, ist ein bisschen blöd. Ja, hier noch eine Lasche. Hier eine Lasche wäre noch besser gewesen. Andere Variante ist, man nimmt sich ein bisschen Paracord mit und spannt die halt irgendwo ab zu anderen, ja, Bäumen. Je nachdem, was man halt so hat in der Umgebung. So, und hier seht ihr jetzt schon, wie quasi der Stock hier in das Tarp reindrückt. Und wenn der jetzt halt spitz ist oder Kanten hat, dann haben wir ein Problem. Jetzt seid ihr schön geschützt. Jetzt habt ihr einen herrlichen Blick nach vorne. Müsst ihr euch nur was suchen, was schön aussieht, ne? Dann passt das. Und diese Variante mit den Stöckern ist so semi. Also es funktioniert, es geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mal rankommt und alles zusammenkracht, ist schon eher höher. Es fehlt vorne echt wirklich so eine kleine Lasche, wo man einfach mit so einer Spitze durch könnte, wie das bei Tarps ist. Das ist hier leider nicht. Ich würde es tatsächlich eher so wählen, dass ich ein Stück Paracord mitnehme. So habe ich es auch letztes Mal gemacht und dann zu anderen Bäumen in der Umgebung abspanne. Das finde ich immer noch ein bisschen die bessere Lösung. Setup steht und ist aufgebaut. Ich habe ja schon ein paar Nächte drin übernachtet und kann, denke ich, schon ein kleines Fazit dazu geben, ob es sich lohnt oder nicht. Starten wir mit den positiven Punkten. Erstens, man hat extrem viel Platz, kann sich da ausbreiten und auch auf der Seite liegen. Finde ich richtig gut. Zweitens, der freie Blick nach außen. Normalerweise guckt man sonst immer auf den Baumstamm mit einer normalen Hängematte. Man kann natürlich auch seitlich abspannen, das Tarp kann man so ein bisschen seitlich rausgucken, aber der Blick, ja, wenn man da drin liegt und vorne rausguckt, das ist schon unbezahlbar, das ist geil. Und drittens, man hat extrem viel Verstaumöglichkeiten. Mit den ganzen Taschen, mit Karabinern kriegt man richtig viel da auch irgendwie organisiert. Kommen wir zu den negativen Punkten. Erstens, die Isomatte ist weiß. Ich weiß nicht warum, man sieht sie so nicht. Es ist so ein kleiner Punkt, wo man sagt, warum, stört nicht wirklich. Aber ja, es könnte einfach eine andere Farbe haben. Zweiter Kritikpunkt,
die fehlenden Ösen im Tarp. Einfach zum Abspann mit der Variante, mit zwei so Stöcken. Das funktioniert so halbwegs. Man könnte, fällt mir gerade ein, vielleicht sich selbst noch eine Lasche da irgendwie reinknoten. Man hatte ja so ein paar Möglichkeiten, noch was festzumachen. Aber dort einfach eine Öse von Hause aus würde ich besser finden. Und drittens nochmal das Thema Farbe. Ich habe jetzt hier schon die gedeckteste Variante, die es gibt. Also ein Forest Green mit einem schwarzen Tarp. Ich würde es schön finden, wenn es da vielleicht so eine Olive- oder Coyote-Variante gibt, was noch ein bisschen mehr Natur ist. Ist wieder meckern auf hohem Niveau, aber ja, würde ich mir persönlich wünschen. Jetzt könnt ihr wieder was gewinnen und zwar genau ein komplettes Setup. Ist auf jeden Fall schon ein geiler Preis. Was müsst ihr dafür tun? Erstens natürlich Kanal abonnieren. Verpasst auch kein weiteres Video. Zweitens Daumen nach oben auf das Video. Und drittens schreibt mir in die Kommentare, was für ein Schlafübernachtungssetup nutzt ihr da draußen. Schreibt mir genau rein, welche Sachen auf Boden, ob Hängematte, was auch immer, interessiert mich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.